Hey Leute, das in meiner Hand ist das Google Pixel 7a, welches ich jetzt schon seit ein paar Tagen vor Marktstart testen durfte. Ich möchte euch heute mein persönliches Fazit dazu liefern und euch auch erklären, warum ich so ein kleines Problem mit diesem Smartphone habe. Also, darum soll es heute gehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Review und wir steigen auch direkt ein. Das Google Pixel 7a wird ab dem 11. Mai, also direkt im Anschluss an dieses Video in Deutschland, erhältlich sein und kostet 509 Euro in der UVP. Es gibt vier Farben. Mich hat die blaue Testversion erreicht. Ich werde euch jetzt einfach mal ganz kurz die Spezifikationen hier einblenden, aber ich will die jetzt nicht nochmal erneut runterrattern, denn wenn ihr dieses Video schaut, seid ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon informiert. Aber was ist denn mein persönlicher Eindruck zum Google Pixel 7a im Alltag? Es fühlt sich durchaus an wie der Vorgänger. Es ist zwar ein kleines bisschen laut Spezifikationen höher, breiter und dicker, aber das merkt man im Alltag ehrlich gesagt kaum. Es fühlt sich hochwertig an wie ein normales Pixel-Smartphone, bei der anderen auch bei den hochwertigeren Modellen, also ein Aluminiumrahmen, Glas auf der Front- und Rückseite, gefällt mir optisch auch sehr gut mit dem Kamerahubbel auf der Rückseite, mit diesem durchgezogenen Streifen, da wackelt nichts auf dem Tisch. Das OLED-Display hat ein kleines Upgrade bekommen, es ist zwar weiter nicht das hellste Display, vor allem auf der mittleren Helligkeit, ich habe es daher tatsächlich mit 90% plus Helligkeit genutzt, aber es gibt jetzt endlich 90 statt 60 Hertz, was ich persönlich sehr willkommen finde, denn mich haben die 60 Hertz beim letzten Jahr noch gestört in dieser Preisklasse, in der findet man ja teilweise sogar 120 Hertz, aber 90 Hertz sind da für mich persönlich Minimum. Den Unterschied zwischen 90 und 120 Hertz sehe ich dann auch nicht mehr so stark. Es gibt zwei neue Kameras, die Hauptkamera löst mit 64 Megapixel auf, besitzt sogar Super Res Zoom durch die höhere Auflösung, also einen Zoom, einen digitalen Zoom, denn eine native Zoom-Kamera, also eine Telekamera, fehlt bei diesem Mittelklasse-Smartphone, wie bei den meisten Mittelklasse-Smartphones in der Android-Welt eigentlich auch. Und dazu kommt dann eben noch eine eigene Kamera für Ultraweitwinkel-Fotos. Allgemein gute, schnelle Kamera, zuverlässige Kamera. Ich mag auch die Software von Google. Die Software ist ja in der heutigen Zeit entscheidend. Sie liefert auch gute Nachtfotos. Ich finde, sie kann nicht ganz mit dem Google Pixel 7 mithalten, aber das kann ich euch hier bei einem komprimierten YouTube-Video noch nicht mal zeigen. Im Großen und Ganzen werden die meisten ohne einen direkten Vergleich den Unterschied ehrlich gesagt nicht wirklich sehen. Klar, der Unterschied zum Pro-Modell ist dann vor allem durch den deutlich besseren Zoom noch mal ein bisschen größer. Mit der Performance bin ich durchaus zufrieden. Man merkt auch, dass es jetzt endlich 2 GB mehr RAM gibt, also 8 statt 6 GB. Auch für die Zukunft finde ich das persönlich wichtig, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass es weiterhin bei 128 GB internem Speicher bleibt, denn diesen kann man nicht erweitern. Der Akku ist ein Hauch kleiner, aber nicht viel und im Alltag würde ich sagen, merkt man auch keinen großartigen Unterschied. Allerdings bleibt es bei mageren 18 Watt beim Laden. Da zeigt ja die Konkurrenz bei Xiaomi und Co., dass das schon deutlich schneller auch in dieser Preisklasse geht. Die Akkulaufzeit selbst, mit der bin ich durchaus zufrieden, aber ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich aufgrund des etwas dunklen Displays in der mittleren Helligkeit eine recht hohe Helligkeit genutzt habe. Deswegen, ich komme damit über den Tag. Aber es ist kein Akkuwunder, wie jetzt manch großes Smartphone mit 5000 mAh. Also da muss man vielleicht ein paar kleine Abstriche machen. Was ich persönlich aber sehr willkommen finde, ist, dass es jetzt auch endlich Qi für kabelloses Laden gibt. Ihr könnt das Google Pixel 7a also auch mit 7,5 Watt kabellos laden. Der Fingerabdrucksensor war früher bei den Pixel-Smartphones ein Problem unter dem Display. Seit dem 6a ist er keine Katastrophe mehr, aber ich muss euch leider enttäuschen. Er wurde seitdem nicht besser und ist auch nicht der schnellste und zuverlässigste. Das habe ich jetzt auch beim 7a weiterhin festgestellt. Aber es gibt jetzt endlich Face Unlock seit der Pixel 7 Reihe und das findet ihr auch beim Pixel 7a. Und ich muss auch sagen, im Alltag habe ich einfach die meiste Zeit das Gerät mit dem Gesicht entsperrt. Ist nicht ganz so zuverlässig wie ein Fingerabdrucksensor oder dem Display oder auch ein 3D-Sensor, wie jetzt zum Beispiel im Apple iPhone, aber reicht für mich vollkommen aus und dementsprechend finde ich diese Neuerung willkommen. Die Stereo-Lautsprecher waren mal eine Stärke der Pixel-Reihe, sind es jetzt leider nicht mehr. Vor allem der obere in der Hörmuschel klingt relativ dumpf und auch der untere ist ehrlich gesagt nicht der beste, auch nicht für diese Preisklasse. Ich sag's mal so, reicht aus, aber zu viel sollte man da nicht erwarten. Was ich aber schön finde, ist, dass Google weiterhin auf eine IP-Zertifizierung setzt, genau genommen auf eine IP67-Zertifizierung, die man bei der Android-Mittelklasse ehrlich gesagt gar nicht mal so häufig findet. Und natürlich, es ist ein Android-Smartphone, es wird mit Android 13 der aktuellen, noch aktuellen Version ausgeliefert. Heute wurde ja Android 14 vorgestellt. Und da gibt es einen Punkt, den ich bei den Pixel-Smartphones ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen kritisieren muss. Ja, Updates kommen schnell und es kommen auch viele, aber es könnte noch ein bisschen mehr sein.
Google spricht in 5 Jahren Sicherheitsupdates, das ist gut und das reicht für mich auch vollkommen aus, aber auch nur damit und dann muss man ins Kleingedruckte schauen und da gibt es nur 3 große Updates. Wie gesagt, heute wurde Android 14 vorgestellt. Theoretisch gesehen gibt es also, wenn jetzt Android 14 dann in ein paar Wochen kommt, nur 2 große Major-Updates in den nächsten Jahren. Und da das die Pixel-Reihe ist und da man auch mit Modellen wie dem iPhone SE mithalten möchte, die teilweise bis zu 6 Jahre große Updates bekommen, würde ich mir wünschen, dass es hier mindestens 1, wenn nicht sogar 2 Jahre mehr Updates für Google gibt. Grundsätzlich bin ich mit dem Google Pixel 7a sehr zufrieden und wie in den letzten Jahren ist die A-Reihe in meinen Augen durchaus eine Empfehlung und es ist nicht umsonst die meistverkaufte Pixel-Reihe von Google. Aber ich finde auch, dass Google zugehört hat und das, was wir Medien letztes Jahr beim 6a kritisiert haben, also kabelloses Laden, ein Display mit mehr Hertz und so weiter, optimiert hat. Es gibt zwar noch ein paar kleine Schwächen, ich finde zum Beispiel die Display-Ränder relativ dick und den unteren ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen zu dick. Die Updates, ich habe auch den Speaker angeboten, also es ist noch kein perfektes Modell und natürlich gibt es auch noch einen gewissen Unterschied zu den Flaggschiffen, auch zu den Android-Flaggschiffen muss es geben, die kosten über 1000 Euro. Aber ich habe ein anderes Problem mit dem Google Pixel 7a, denn wie letztes Jahr ist eben der Preis gestiegen. Wieder um 50 Euro und wir sind mittlerweile bei über 500 Euro. Ich informiere mich vor so einem Review ganz gerne, was denn so das nächst bessere Modell des Herstellers kostet, das Google Pixel 7. Und da habe ich tatsächlich für 509 Euro ein Angebot bei MyDeals gefunden für das Google Pixel 7. Und das haben die MyDeals-Nutzer noch nicht mal als heiß bewertet, denn es gab schon Angebote für unter 500 Euro. Bedeutet, das normale Google Pixel 7 ist in meinen Augen einen kleinen Hauch beim Display und bei der Kamera besser und teilweise ein bisschen günstiger als das Google Pixel 7a. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich kann es zur UVP noch nicht empfehlen. Aber ich weiß, dass diese Videos über mehrere Monate geschaut werden und man muss die ganze Sache einfach ein kleines bisschen einordnen. Aktuell habe ich noch ein Problem mit dem Google Pixel 7a und würde sagen, nein, zu UVP rate ich damit ab. Wer ein Pixel für um die 500 Euro haben möchte, wartet auf ein gutes Angebot und schnappt euch das normale. Google Pixel 7 ist in meinen Augen das etwas bessere Smartphone, auch wenn sich die beiden mittlerweile so ähnlich sind, dass eigentlich Google eins von beiden streichen könnte. Aber ich habe mir auch den Preisverlauf des Google Pixel 6a angeschaut und wenn das ein guter Hinweis ist für das Google Pixel 7a, dann wird dieser Preis relativ schnell sinken und bis zum Herbst sprechen wir hier vielleicht sogar schon für um die 400 Euro. Irgendwas in diese Richtung könnte es sein und dann ist es natürlich eine klare Empfehlung. Also je nachdem, wann ihr dieses Video schaut und was das Google Pixel A zu diesem Zeitpunkt kostet, hängt natürlich dann ganz stark von der Kaufempfehlung ab. Grundsätzlich finde ich es schön, dass Google weiterhin eine A-Reihe auf den Markt bringt. Es steht im Raum, dass man Google Pixel A allerdings so ein bisschen in Frage stellt, weil ja das Pixel 8 auch nochmal ein kleines bisschen kompakter werden soll. Wurde das Pixel 7 schon? Die beiden nehmen sich ehrlich gesagt, ich habe auch das Google Pixel 7 hier, die nehmen sich nicht viel. Ich habe es euch ja aus dem Video auch eingeblendet. Die sind größentechnisch tatsächlich so ähnlich, dass ich sagen würde, da muss man jetzt eben nicht unbedingt darauf achten, dass man bei einem ein etwas kompakteres Modell bekommt. Und von daher würde ich sagen, streicht eins der beiden Modelle, die sind sich preislich so ähnlich und konzentriert euch dann auf eines der beiden Pixel-Smartphones. Also das soll es von meiner Stelle mit dem Fazit zum Google Pixel 7a gewesen sein. Gutes Mittelklasse-Smartphone, allerdings der Preis ein bisschen zu hoch, vor allem durch die Preiserhöhung in diesem Jahr nochmal 50 Euro mehr. Da wird es dann schon schwierig, das Gerät zum Marktstart zu empfehlen. Was nicht heißt, dass ich es grundsätzlich nicht empfehlen kann. Aber wie gesagt, je nachdem, wann ihr das Video schaut, denkt vielleicht nochmal drüber nach, ob ihr vielleicht ein kleines bisschen warten wollt. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video, das Review gefallen. Falls ja, würde ich mich persönlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.